Ich will diese Scheiße nicht nochmal machen. Alles oder nichts, Schwester. Genau wie Papa es uns beigebracht hat. Tja, es brennt ein bisschen, ne? Gute Arbeit, Mädels. Ja. General Winkler ist aus dem Rennen. Kehrt zurück in die Katakomben. Ich denke, ich bin inzwischen die Plätze mal ein Stückchen hinterher. Weil ich jetzt noch ein Ladescreen habe. Zwischen ein, zwischen Sequenzen. General Winkler ist tot. Aber nicht viel. Ihr seid wirklich für die Nazi-Jagd geschaffen, oder? Gar nicht mal so überraschend. Schließlich ist euer Vater der Mann, der ihren Kanzler getötet hat. Das hier ist ein großer Schritt für den Widerstand. Kommt zu mir und Jack zurück. Dann können wir uns das weitere Vorgehen überlegen. Juju, Ende. Hey. Schaut cool. Ja, dafür wird er zu Hause abgehauen, um jetzt Vater zu suchen. Einfach mal so, ich hab auch gesehen, wir haben noch... Wir haben noch Fähigkeitspunkte. Achso, stimmt, da haben wir vorhin ignoriert gehabt. Ja, genau, Verstand, Kraft, Macht. Ja. Wo steht da, wie viel wir haben überhaupt? Oben, 4. Okay. Ich hab schon 5. Was? Ich bin noch nicht Level 5. Soll ich mal ein paar Leute killen, bitte? Dann gleich mal. Hm. Okay, erste Hilfe, du hast 25%. Ja. Wenn du wiederbelebt wirst. Das ist wichtig. Schadensimmunität von 2-4 Sekunden. Gefühlt hat man gar keine Schadensimmunität, oder? Wenn man wiederbelebt wird. Doch, 2 Sekunden, weil man stirbt erst nach 2 Sekunden automatisch. Und ich hab schon gemerkt, wenn man aufsteht und hochgeholfen wird, zählt das ja schon. Und wenn man schießt, kann man noch eine Sekunde und danach bekommt man Schaden. Aber erst wenn man voll andersfähig ist, kann man Schaden leiden. Aber finde ich wichtig, vor allem wenn man aufhebt, war instant tot. Und so hat man 25 Gesundheit und Rüstung. Und Rüstung ist halt wichtig. Fände ich. Aber generell. Nee, ach nee, stimmt gar nicht. Ich dann hat man 75 von beidem. Genau, das zweite Mal. Man hat doch nur 0 wird. Aufgehoben wird. Nee, 50. Nee, beziehungsweise 50 Gesundheit. Soweit ich weiß, kommt man gar nichts dazu, oder? Wenn man hochhilft. Ja, aber man kann ja nicht mit 0 Leben wiederbelebt werden. Nee, aber hat nur so 10 oder so. Ich glaube, das ist nicht viel. Ich glaube, 50. Wir werden es ja gleich sehen. Also maximale Gesundheit erhöhen ist auch geil. Vielleicht mehr Munition, wenn du Gegner tötest? Ja, nee, erstmal nicht. Auch gut, weil wir haben schon nicht so viel Muni. Seitwärtsschritt auszuführen ist auch cool. Und das da? Ich geh erstmal alles durchgucken, was es gibt. Erste Hilfe mache ich auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, aber erste Hilfe mache ich jetzt. Ich geh erstmal den Rest durch. So, krass. So, ich auch. Maximal Rüstungswert, okay, ja. Akimbo. Ja. Drücke 2 Y. Das will ich auf jeden machen. Allein das kannst du ja wahrscheinlich nur mit. Ja, aber es kannst du ja nur mit 2 Pistolen höchstwahrscheinlich. Ja, oder anderen Dingen aus. Genau, auf jeden Fall. Einhandfeuerwaffen. Heimlich überwältigt von Maschinensoldaten. Das sind wahrscheinlich die besseren. Ja, wahrscheinlich. Die mit Helm. Große Waffen. Du kannst schwere Waffen führen, die von Gegnern zurückgelassen wurden. Alter! Wow! Auch gut. Das ist schon aber können wir das recht nicht unbedingt leisten. Weil 3 Punkte, 4 Punkte. Ah, die kosten direkt so viel. Oh, lol. Und dann kommt Kimber auch 3. Ach, scheiße, ich dachte eines. Rüstung 2. Macht, okay. Macht ist noch teurer übrigens. Tarnung? C. Aber kann er alles haben auf Dauer. Ist ja geil, oder? Scheiße. Das haben wir. Ja, du kannst leicht gepanzerte Gegner rammen. Wobei du. Drücke links. Drücke Steuerung im Sprung und Schmetterangriff. Ja, genau, also dieser Rambock ist einfach nur springen und dann Steuerung. Auf den Boden stampfen quasi, okay. Yep, das steht da. Ja, genau. Fähigkeit nicht verfügbar, diese Fähigkeit ist ein Geheimnis. Junge, ist zwar hier. Tarnung finde ich geil. Kostet auch so viel. Mehr gibt's hier nicht, ne? Also Kraft könnte man machen. Also ich würde sagen, Erster Verstand, erste Hilfe auf jeden Fall beide. Das ist wichtig. Genau. Erste Hilfe. Dann maximal Gesundheit würde ich auch mal machen. Aber ich würde sagen, dass wir gleich viel ausgeben. Vielleicht nicht unbedingt das gleiche machen, aber einigermaßen zumindest, ja. Was steht noch zur Auswahl? Das letzte würde ich nicht machen. Das mit dem seitlichen Ausweichen. Ich wäre dafür, dass wir Gesundheit sowie Rüstung auf 125 erhöhen. Das kostet, glaube ich, jeweils einen Punkt. Nee, oder? Rüstung kostet 2. Ja, dafür könnte ich mir exakt lassen, dann wäre ich platt. Theoretisch. Weiter. Können wir gerne machen. Ja, ist das Wichtigste erstmal, weil wir so schnell sterben. Weil wir einfach dumm sind. So, du musst doch noch einen übrig haben.
Exakt. Und dann Memoni würde ich dann als nächstes nehmen, aber... Ja, erstmal wollte ich dann 5, ich bin kurz davor, so ein... Genau. Ja, 5. Loch. Gut, dann gucken wir uns hier erstmal um. Und ich würde gerne echt die Waffen nochmal aufbessern. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? 400, das ist ja nicht so geil. Oh, 300. Aber ich würde vor mir aufgegeben als Ash. Das stimmt. Okay, hier ist nichts. Gar nichts? Nö. Außer ein geil abgestürztes Zeppelin, das echt cool aussieht. Ja. Ah, ich mag das Spiel. Ja. Moni. Ja, brauchen wir auf jeden Fall, weil wir haben nicht. Komm noch was. So, Sektor. Zack. Ach ja. Geil. Was? Kann man nicht hier? Ja, cool. Ah. So macht man es also, okay. Also, du setzt das einfach Sprung und Steuerung, ne? Ja. Genau. Halt sie dran. Oh! Gegner! Ducken! Hat er schon gesehen? Der hat mich schon gesehen. Okay, denk dran, Sturmgewehr nehmen. Sturmgewehr nehmen, Nico. Bist du bereit? Sturmgewehr, Ja, das Sturmgewehr. Unten mit der besseren Muni. Oh, drauf. Oh, mach dran. Aua, aua, aua. Komm, lächel dich nach. Jetzt, egal, was du da drauf schießt. Kannst du da hinten sind noch Gegner? Ja, sind Gegner. Ja, okay, haben wir. Sehr schön. Was? Lehnen? Was? Nein, leider auf. Fuck, das ist schon mal durchlesen. Mhm. Aua, Alter, was Schaden. Uiuiuiuiui. Ja. Shit. Du kannst zum Ecken lehnen, schon da gerade, ne? Ja. Boah, ja, danke. Jupp. Keine Munition mehr, fuck. Hab ich auch. Da oben, Achtung, nicht schnell hochlaufen. Ja, ja. Ach, von hier auch? Oh fuck, Nico. Ah. Ja. Das ist echt. Hier ist der Schatzkommandant. Den habe ich jetzt. Oh lol, es gibt so Dinge, die Alarm schlagen, die kann man so schießen. So tröten. Ah, okay. So wie in Far Cry, also. Das heißt, Leute, ja. Leute, ich habe da auch schon eine Schau. Da will ich gleich zum Schossen gehen. Da geht's nicht weiter. Ja, okay. So, Kiste hier oben bei mir. Ich will kurz mal gucken, was das jetzt mit dem Lehnen war, wie das geht. Was habe ich leider nicht gucken können. Mhm. Lehnen, wo ist denn das hier? Lehnen. Halte Alt links gedrückt, um das Lehnen zu aktivieren. Benutze WASD, um die Richtung des Lehnens zu bestimmen. Hey, Matze. Ja. Man kann mit dem nicht schießen. Ernsthaft. Nice. Warte kurz, Alt. Alte Trüger muss er dann dafür. Kein Kapierer. Okay. Komm, Gegner, warte mal kurz. Wie mach ich? Mit dem Ding hier? Mhm. Was seh denn nicht? Komm von dem Ding hier weg. Das ist ein scheiß Pfostenweg. Warte, kann ich machen. Mach ich auf Schaden? Nee, egal. Ich bin weg. Ich bin doch sowieso nicht ganz bei hier. Das ist sammelbares. Entweder jetzt wird weg. Komm anscheinend mit 500 Schuss. Alter, wie viel Münzen es gibt. Der Wahnsinn. Ja, was? Wie viel ist, was gibt? Münzen. Du musst hier erstmal hingehen. Kisten. Oh. Suche ich einfach nach Kisten weiter. Okay. Heftig. Das ist viel. Wo sollen die Kisten sein? Ach, hier. Ein Telefonzentrum? Insgesamt eins, mindestens zwei. Ist ja geil. Brauchen wir auch. Machen wir da auch mal. Sammelbares gibt's hier noch. Ein Tutorial-Ding. Du kannst über dein Tagebuch auf Sammelbar zugreifen. Okay. Neu-Paris ist voller interessante Gegenstände, die man einsammeln kann. Dieser Einblick in die 80er-Filmwelt des Regimes und mittleren Konzeptart und 3D-Brillen kannst du verschiedene Umgebungen, Charaktere und Objekte im Detail ansehen. Okay. Und kann jetzt nur dort finden. Jetzt 3D-Brille, hast du die auch gefunden, Nico? Ja, ja, hab ich. Oh. Ja, warte mal, ist hier noch irgendwas? Nein. Laserflop. Super Max. Das ist auch schnell und zuverlässig. 30% Rabatt, Alter. Was auch immer das sein soll. Erstmal einkaufen. Wollte ich mal kurz in die Brüste nochmal reingehen? Ich bin hier auch noch Münzen. Wissenschaftler. Hä?
Wieso wurde hier Wissenschaftler falsch geschrieben? Warte, ich komme. TTF. Du bist da oben irgendwo. Nee, unten. Ja, und runter. Da. Oh Gott, hier ist ein Toter! Der untere. Ja, hier ist das nichts, direkt unter der Überschrift. Ist ein Schalter. Ja. Super Mac. Und unter zuverlässig. Ja. Der kleine Text. Ach, Wissenschaft. Ja, das muss so. Ja. Hatte 3 Euro kostet die Liquid, 60 von daher ist okay. Ja. Oh, das ist ein dicker Liquid, das hat uns ein bisschen Slatchy verhalten initiiert. Ich würde sagen, es ist nicht mehr machbar. Danke, What? Nico! Ernsthaft? Ja, wieso danke? Ich hab gar nichts gemacht. Hä, du hast doch auf so ein Riesling geschossen, oder? Oh fuck, Nico, Probleme! Nico? Ja, alles gut. Ja, okay. Ja, guck mal, schon tot. Ich will besser wieder haben. Wo denn? Lang mal oben. Da jetzt nicht mehr. Mensch, auch schalten, okay. Oder oh. Oh. Links. Ohne Schaden. Das muss ich wissen. Oh, so einer. Oh, naja. Dicker. Oh. Hilfe, Batze. Okay. Oh. Gerade so. Ja, danke. Aber ist halt schon drauf, überladen, nicht viel. Oh, denken kommen welche? Alt Lehn, denk dran. Ja, ja. Oh, ich Lichter auch gerade ausschalten. Das geht nicht. Okay, schade, ich hab ihn auch schon getestet, aber. Was haben, Digga? Gar keinen Schaden. Ja, braucht die andere Munition. Ah. Keiner? Hilfe! Ich bin getroffen! Die Sicht geht zur Seite! Okay. Oh, das war ganz gut. Aha. Noch jemand? Nö. Okay. Dann looten. Oh. Online-Zahlenfeld. Online-Zahlenfelder sind mit dem Sicherheitsnetzwerk des Regimes verbunden und benötigen einen generierten Code zum Freischalten. Klingt, als hätten sie angefangen, die Leute zu evakuieren. Stimmt. Eine Schwester und Code-Generatoren. Das ist der Pariser Aufstand. Okay. Das Regime scheißt sich ein. Es gibt einen Code-Generator in der Nähe, um hier so einen Raum aufzumachen, Nico, wo der schon offen ist. Nee, ich muss eine Code-Anfrage hier eingeben. Egal, erstmal looten. Ja. Dann schauen wir mal. Mal hier rein? Leute, geh mal rein. Warst du schon im Hof drin? Nein. Warum ist das hier so groß? Warum sind die schon alle tot? Oh, hier ist auch eine Kiste. Hm. Ja gut, zeigen wir uns, ich gehe weiter, ich will die Wand. Jupp, und... Oh. Dieser Seitengang, warum ist das so groß hier, Alter? Alter, hier ist. Was? Nee, ist hier noch ein Tutorial-Ding, Nico? War die auch, ne? Das mit dem. Zahlenfeld-Ding. Rambock-Sprint? Ist das hier nochmal, Nico? Okay. Das geht automatisch. Na? Wie hast du diese Kisten aufgemacht, Nico? Draufgestellt oder was? Oder? Einfach daneben hinstellen. Springsteuerung. Ah, okay, jetzt. Na, guck mal, das ist so groß hier, ne? Das ist heftig. Ja. Mir ist halt noch einiges. Jetzt was Lesbares, was? Uff, ja, lese ich mal nicht durch. Bin groß. Ach, du schon Level 6, geht auch schnell. Das bin ich auch schon. Mal zu looten, aber es ist echt schwierig, das immer so zu sehen, ey. Ja. Hä? Oh, schon. Ernsthaft? Oh. Ich möchte die Kiste trauscheln, die kaputt zu machen. Okay. Na. Da. Okay. Okay, und dann geht's noch hier weiter.
dann geht's weiter, wenn wir gleich ran müssen. Ach, hier ist noch Tutorial. Ah, Rambock sprinten. Da vorne war die Kiste gewesen, irgendwo, aber im Gebäude. Ja, ja, hab ich. Achso, Ja. LOL! Komm bitte auf dem Gebäude raus, Nico. Da wurde gerade warte, ich will gerade was gucken. Ja, sag Bescheid, wenn du rauskommst. Dann muss ich noch schnell weiter. Da. Ich hab da noch nichts gemacht beim Rambock-Ding. Du hast das letztlich genau was. Fähigkeit der Lotz. Ja. Die Kiste? Ah, einfach nur gegenrennen. Egal, ich komm erstmal raus. Ja. Ja. Warte, warte, warte. Wo bist du? Ja. LOL. Nice. Du musst schon eine Schüttel haben, Nico. Wir sollten ein bisschen besser vorgehen irgendwie. Wir haben das Ding gehabt. Steht dir auch ausgezeichnet. Ja, hier drin gäbe es, glaube ich, auch eins. So. Nein, hier. Das ist ähnliches halt. Ne? Ja, gut, damit haben die uns auch beschossen, aber zum Glück haben wir ein Lederding nicht beschossen. Die sind irgendwie vorgerannt, die Wachen, die Idioten. Die haben gewartet, hätten echt ein Problem gehabt. Egal, komm mal hierher bitte. Ja. Man eigentlich? Nee. Nein, war ich eben auch schon gewesen. Und zwar, hier muss man gegenrennen einfach. Und dann kommt man das an die Sache. Das Regime ist das schlimmste Jazz. Absoluter Abschaum-Soph. Der Abschaum der Erde. Okay, das wäre mit gemeint, mit Rennen und Steuerung und Shift und Zeug. Ja. Und Springen. Oh. Genau, aber einfach entweder, nur irgendwie... Entweder das oder das halt machen. Genau, also entweder irgendwas einfach gegenrennen oder zum Teil muss man halt springen und dann nach unten. Ich glaube, wir haben alles. Dingsen. Ja, also im Bus war ich noch nicht, aber hier gibt es auch nichts. Das heißt, ich bin jetzt auch durch. Wir gehen nicht in die Holzkisten. Oder? Das ist eigentlich verlustig. Nee, Holzkisten gehen nicht. Klar. Guck mal, was hier drin ist, eine Holzkiste. Münzen. Hab ich nicht, warte. Ah, jetzt auch bei mir kaputt. Wo war die andere gewesen? Hinten irgendwo. Also da war zumindest was drin gewesen, ja. Hier ist die, die ich meine. Ja. Also. Was denn was? Hier. Ach, die, ja. Oh, das ist die fette Waffe, die können wir erst nehmen mit Skill. Stimmt. Schade. Okay, ja, dann würde ich sagen, kaufen wir uns ein paar Waffenverbesserungen. Weil 893, Alter. Ja, 765. Du, erstmal kurz nochmal skillen, oder? Ich habe nämlich noch zwei Punkte. Und du wahrscheinlich okay, auch zwei, oder? Wir. Ich habe auch zwei. So, was können wir denn noch machen? Also ich wäre... Aber mit mehr Munition brauchen wir nicht unbedingt. Das Ausweichen wäre echt ganz cool, vor allem mit den Gegnern, wenn die echt so rumschießen. Naja, aber Ausweichen... Also nutze ich nicht unbedingt viel. Ja, ich schon. Wahrscheinlich. Also ich bin eher für Munition als für Ausweichen. Ja, können wir auch machen. Oder wir nutzen halt, was war das? Akimbo. Also Akimbo können wir uns noch nicht leisten. Ja. Also entweder würde ich sagen Akimbo oder mehr Muni. Das wäre mehr so... Muni erstmal. Okay. Ey, guck mal bitte bei Gameplay unten. Was Schiebe? Gameplay unten? Munitionsschub. Wo ist denn Gameplay unten? Auch bei Charakter. Verdoppelt die gesammelte Munition, verlängert die Dauer aktiver um 10 Minuten. Geste, okay. What the fuck? Ja, bei Geste, genau. Gucken, was es da noch so gibt. 50% Gesundheit ist klar. Rüstung oder auch. Hä? Geballte Faust macht ja nicht wirklich Sinn. 15. Doch, weil Rüstung wesentlich mehr zählt. Ja, aber 25 Rüstung, aber und dann kann man doch das da drüber nehmen. Mit 25 Rüstung. Ja, hast du kein Leben dazu, also je nachdem halt. Das ist halt die Frage. Wobei, ne? 25 Rüstung, ja, okay, dann ist okay. 50 können unverwundbar ist nicht so geil. Aber wenn man es abwechselnd macht, schon eigentlich. Stimmt. Du musst nicht unbedingt Fläche haben. Hoch mit dir. Fände wiederbeleben. Boah, nicht unbedingt. Doppelter Schaden. Okay. Bei Bossen muss man echt draufhalten. Zielen finde ich auch doof. Halbschaden 10 Sekunden ist auch ganz cool. Alter! Gewährt dir und deine Schwester volle Gesundheit. Also auch 100, rein theoretisch. Aber nur... Nee, nee. Nur Gesundheit, keine Rüstung. Ja, aber wenn du mal Daumen hoch bekommst, bekommen wir 50. Nur. Das stimmt. Allerdings können wir bei Daumen hoch halt auch mehr haben. Also da tut sich ja übertakten und zählt dann runter. Richtig. Bei Kampfkunst halt nicht, aber trotzdem cool.
Das kostet 2500, also... Nico, also ich habe jetzt so einen durchsichtigen Chat, das ist das unterste Cyborg. Quer dir und deine Schwester volle Rüst. Aber mach ich mal nicht. Ja. Das ist ein bisschen zu cheaterisch jetzt, weil wir jetzt schon haben. Sammelbares habe ich die 3D-Brille. Und ein Outfit. War wunderschön. Okay. Cool. Ach, Waffenverbesserung, fuck. Genau. Ich würde auf jeden Fall Sturmgewehrsten verbessern. Ja, ich wollte das einfach fertig jetzt, hast du vollkommen recht. Verschlussgehäuse, was ist denn da schönes? What the fuck? Warte, wie sieht's denn mal aus? So, okay. SPS-Gittor, Feuerrate-Gittor. Gibt es überhaupt Sinn, Verschlussgehäuse drauf zu hauen? Besseres? Ja, eigentlich schon, ne? Je nachdem, wie die Stats sind. Mehr Schuss pro Minute. Also, das macht schon mal mehr Sinn. Das sieht viel cooler aus, verdammt. Also, halbautomatischer Verschluss macht folgendes bei mir gerade. Ja. Das ist halt nur halbautomatisch leider. Also, nicht für Dauerschuss, glaube ich. Aber es kann halt durch Deckungen, Wände und Gegner hindurchschießen. What? The fuck? Okay. Aber ist halt halbautomatisch, ne? Kostet auch 350. Jetzt kommt hier wieder das beim Schaft, also genau, generell bei der Genauigkeit. Was der Unterschied zwischen Genauigkeit und Handhabung? Das verstehe ich schon wieder nicht. Genauigkeit, wie die Schüsse einschlagen? Handhabung, glaube ich, wie stabil die Waffe hält, oder? Ich behaupte. Das kann natürlich sein, ja. Das würde auch Sinn machen. Oh, schon viel Schaden dazu kommt. Aber ich hätte gerne mehr Handhabung und so. So eine Genauigkeit. Das bringt kaum was. Über Schwerter einen Lauf kann ich drauf machen, Alter. Stierset-Modifikation. Ja, das hier. Alter, die macht dann statt 28, 35 Schaden, Junge. Das ist schon geil. Kann ich hier noch irgendwas machen? Aber wahrscheinlich nicht. Was heißt denn Stilset-Verbesserung? Oh, lol, Nico. Ja. Es gibt so. Du hast doch in Need for Speed war das, glaube ich, gewesen. Da hat man doch die Autos modifizieren können und wenn du vom gleichen Hersteller Sachen hast, bekommst du einen Boost. Ah, ja. Ich glaube, das ist hier auch so, weil guck mal, da steht nämlich bei mir, okay, Modifikation, Stilset, ja. Und unten steht dann, rüste 3 Stierset-Verbesserungen für zusätzlichen Schaden mit der Waffe aus. Oh lol. Ja, okay, das will ich mal FIFA mal holen. Das ist geil. Ist die Frage, ob noch Stierset logischerweise ist. Okay, jetzt traf ich das erstmal. Ich kann hier mal gucken, was habe ich denn jetzt hier? Du liest alle 3 Stierset-Sachen haben. Plus 3. Okay, das ist schon geil. Voller Rate geht doch weiter runter, aber ich mach noch mehr Schaden, Alter. Stier. Oh, ich hab 3 mehr Stier sogar. Cool. Das wäre auch Stier. Hab das schon. Lol, ist. Warte mal. Da nehme ich dann. Siehst du irgendwann, wann das aktiviert wird? Wahrscheinlich instant. Nehme ich jetzt mal stark an. Ja, ist auch 3 mehr Stier. Ah. Mündung, achso, kann ich nicht kaufen. Schaffen. Ach, kann ich beinahe kaufen. Ich hab also 123, aber ich glaube, ich bin pleite. 195, ja. Ich hab den Schaft aufgebaut, ich hab den Lauf aufgebaut, das erweiterte Magazin. Mir fehlt nur das Verschlussgehäuse. Wenn ich da auch Stier nehme, mach ich doch. Alter. Nico? Das kann ich schon ausrüsten. Ja. Wie viel Schaden machst du mit deiner Waffe? Mit welcher? Sturmgewehr. Sturmgewehr? Schaden 34,8. Okay, ich mache aktuell 37,8. Und hätte ich noch 200 mehr, würde ich 40 machen. What? Warte. Dann würde ich 40,8 machen. Wie? Tja, ich sag nur Stier. Ist schon heftig, Junge. Achso, je mehr Stier du hast, desto mehr Schaden. Nee, hast du, also generell, die Stiersachen machen generell mehr Schaden. Also die gehen mit dem Stier eher für Schaden, dafür leider das andere Zeug drunter. Ah. Da geht noch das hoch, okay. Also, ich habe Verschlussgehäuse, habe ich zum Beispiel Stier, ja? Also, will ich mal machen, das fehlt mir noch, ja? Ja. Rot, das macht, glaube ich, gar nichts, oder? Ich habe bei mir Rotput und Licht, aber. Ist ja auch, klar. Ja, und den Rest, also alle Stier dann. Ja, was für alle Stier.
sogar ungewollt. Ich habe erstmal Lessing gemerkt, okay, ich habe alles still gemacht. Aber Verschlusskarte will ich auf jeden Fall noch machen, dann brauche ich Geld für. Also ich werde erstmal durch. Ja, Dito. Machen wir ausrüsten. Wo sind wir denn? Warte mal. V. Wo sind die? Waren wir hier drin? Hä? Waren wir hier drin schon? Alter. Ja, da, doch, ja, das kommt mir bekannt vor. Warte, wo, wer, wie, was bist du? Ja, doch, komm. Ja, ja, das waren wir schon. Bekannt. Gut. Dann geht's weiter. Ja, du kriegst mal her, Nico. Da hier hinten, ne? Komm mal. Hier ist doch dieses Code-Ding, aber da haben wir auch ein Tutorial. Nee, gibt's aber so einen Generator davon. Weil hier kann man nicht machen, wir brauchen Code-Anfragen. Wir brauchen Wir sollten im Wachhäuschen suchen. Warte. Ah. Wachhäuschen? Ach, im Wachhäuschen ist wahrscheinlich hier. Ja, nee, du musst, glaube ich, da stehen bleiben. Du musst mir jetzt sagen, indem ich hier dran stehe. Genau. Perfekt. Zum Code erstellen gedrückt halten. Okay. Warte, ich erstelle den Code. 2323. Also. Okay. Okay, nicht mal andersrum. Ich will es auch. Alles klar, bereit machen. Der Gegner, Achtung. Ja. Andere Waffe, das ist die falsche. Scheiße. Okay. Okay. Granate mit G, okay. Ja, gut. Ist klar. Ich kann irgendwas aufmachen, machst du das noch nicht? Achso, komm mal her, wegen Leben, bitte. Also, das Lesbare ist ganz kurz. Hab die geploppt, okay, Schuss. Yes, sir. Machen wir wieder zwei. Immerhin. Gut, mein, ja, wir haben ja, ne? Das schon verkackt. Ja. Die Elite. Ja. What? Ich kann auch mal hinten die Tür öffnen, oder? Oh, ja. Ich glaube, die auf beiden Seiten auf. Ja. Oh. Na gut, ich gehe andere Richtung raus. Okay. Bei mir ist auf jeden Fall was zum Zerstören. Ein Gegner. Ey, Nico. Haben die dich gesehen? Direkt Alarm. Nee. Aber mich haben sie nicht gesehen. Dürften sie eigentlich nicht. Warte, ich wurde kurz noch zerstört. War bei dir irgendwas in der Ecke, oder? War denn nicht. Nee, wir haben uns jetzt glaube ich gesehen, Nico, die haben mich gehört oder so. Lass mal gemeinsam hochgehen. Wow. Ich bin. Ja, ist doch egal, lass jeder auf einer Seite gehen. Warte. Achso, ja, tschüss, kann man natürlich auch machen. Hä, ich will doch die Münzen. Wo sind die denn? Da. Ich laufe auch hier hoch, ist egal. Mhm. So. Jawohl! Was schießen die? Ballern die da. Ja, ich würde sagen einfach go, oder? Ja. Ich warte keinen Schaden. Hey Nico? Bitte. Ja. Leck gerade, warte kurz. Okay, ich dachte, warte kurz, gibt's nicht, da kommt ein Gegner. Ja, ja, okay, go. Ich dachte, ich bin raus, aber. Oh fuck, weg. Voll extrem, Jack. Alles gut, du hast mal alles abgehalten. Ach cool, ich hab kaum Schaden bekommen, weil ich ausgewischen bin. Nicht zumindest. Oh. Von hinten. Stand hinter uns. Ja, oben deutet kriegt ihn weg. Warte mal. Ach, ja. Was? Der lebt noch? Ach komm. Zack. Okay. Oh. Ja, nicht sagen. Ja, ja. 100 Silbermünzen. Hast du die genommen, Nico? Ja. Denke ich mal. Oh! Was? Aua. Was hier? Der hat ein Kurzgeräusch gemacht. Von wo? Ich glaube, ein Mörser, oder? Die Drohne über uns! Ah, auch gut. Gut zu wissen, dass es auch Drohnen gibt. Stimmt, aber nicht besser. Also, logischerweise. Alter, Sonnenaufgang gerade, ne? Untergang, was auch immer. Ja. Oh, oh, was bei mir? Voller Boss, hier bist du. Okay. Oh, noch ein Boss. Soll ich das nicht gehen? Weiß ich nicht. Machst du den, ne? Ich geh kurz hinten noch looten. Jo.
Ach, schon mal Granaten, die gehoben, die Idioten. Stimmt. Diskettenterminal, okay. Unbekannte Munition. Jetzt war die Kiste, die hast du genommen wahrscheinlich, oder? Ich vermute mal. Wenn, dann nehme ich es mir jetzt, sonst. Na? Wo ist die Münze da? Ja. Das heißt, hier habe ich alles. Verzögerung leider. Aber der schießt mich ab. Inwiefern Verzögerung? Ja, ich habe eine Verzögerung im Internet wahrscheinlich. Also im Spiel. Ja, ja. Sogar nicht gerade wenig teilweise. Aber. Aber nicht bräuchte ich das wieder. Das ist nicht richtig mal rausfliegen oder so, das wäre auch ärgerlich. Ja, das stimmt. Deutlich bei Zwischensequenz passiert oder sowas? Oder wenn das richtig echt schloss, ist ja okay. Despawned, hier stand. Ja, irgendwie. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder irgendwie gewollt, aber bei mir passiert es aber auch. Kassette haben wir bekommen, die halt mit. Achso, ist hier. Ah, Gott. Ja, das, die ist bei mir verschwunden, die Kiste. Bei mir ist sie da geblieben, aber was ist drin, gespawnt? So, hier, Nico. Hast du Code? Standardcode oder? Also, hier nicht vor, die noch einfach nur eine Chance hat oder so, deswegen. Ja, bist du finden, das ist eine rote Kiste, da gibt bestimmt so viel Geld drin. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Ich muss mal ein bisschen genau hier, als ich suche.